Die Familie Kronberg hat nicht nur einen legendären Vater, sondern der Sohn Brandon Kronberg ist auch dabei, ein großer Regisseur zu werden. So gibt es nun Infinity Pool. Ich verstehe nicht, warum wir das tun. Wir kennen diese Leute doch so gut wie gar nicht. Ist doch nur ein Tag. Bringt ein bisschen Abwechslung rein. Hi! Du bist nur froh, dass du deinen Fanclub gefunden hast. Ich warte seit 6 Jahren auf ihr zweites Buch. Kommt es bald raus? Ich arbeite dran. Womit verdienen Sie dann Ihr Geld? Hat reich geheiratet. Ich bin eigentlich hier, um mich inspirieren zu lassen. Bei der Berlinale feierte der Film Europa-Premiere. Und ich muss sagen, für so einen etwas artifizielleren Horrorfilm finde ich mit Mia Goth und Alexander Skarsgård alleine schon mal so in den Hauptrollen durchaus namhaftes Cast-Material. Und auch die Geschichte, nämlich von einem Autoren, der eigentlich ziemlich erfolglos ist und gerade so eine neue Inspiration sucht in einer Inselwelt, die schon sehr dekadent ist und dort dann wiederum Abgründe findet, die möglicherweise gar nicht unspannend findet. Komm schon. Mehr sei auch zu dieser Geschichte wiederum nicht gesagt, denn es gibt hier zahlreiche Überraschungen, bei denen man sich dann doch irgendwie denkt so, was zur Hölle geht ab? Klar, ich schaue einen Film von der Familie Kronberg, aber ja, Abgründe, tiefschwarzer Humor und ziemlich brutale Sequenzen sind natürlich hier auch an der Tagesordnung. Was ich dem Film extrem hoch anrechne, ist, dass er definitiv so eine eigene Bildsprache hat. Man merkt einfach, dass Shot für Shot sich überlegt wurde, wie kann man das Ganze auf irgendeine Art und Weise darstellen. Es gibt geile Kamerafahrten noch, wie sich die Welt mal wieder auf den Kopf dreht. Blicke, Perspektiven, Farben, also wie hier gearbeitet wird, da kann ich nur sagen, das war echt ein Augenschmaus und da war ich total begeistert davon, wie der ganze Film inszeniert ist. Ich muss die Polizei rufen. Keine Polizei. Das hier ist kein zivilisiertes Land. Es ist brutal. Die werden uns einbuchten. Es war ein Unfall. Sie hat recht. Es ist jetzt sehr gefährlich für uns. Auch schauspielerisch merkt man, dass die Abgründe beim Cast angekommen sind. Und auch da gibt es Performances. Gerade Mia Goth. Also wenn ihr den im Film im Original schauen solltet, da werdet ihr wissen, was ich meine. Sie, also sowohl von ihrer Stimme, als auch wie sie da abgeht. Also da kriege ich jetzt noch echt so einen kalten Schauer. Ich merke so, ja, solche Leute gibt es. Und wie der Film es auch versucht, deutlich so Sozialkritik zu äußern. Und da ist dann am Ende für mich neben der Form, neben der Darstellung, Kamera, Sound, Schauspiel, das funktioniert für mich alles auf der handwerklichen Ebene. Männer werden darauf trainiert, sich selbst als schwach zu betrachten. Das rückgängig zu machen erfordert Arbeit. Was ist das? Du bist doch auf der Suche nach Inspiration. Die Geschichte selber, muss ich sagen, war mir dann an der einen oder anderen Stelle doch etwas zu plump. Yo, Gesellschaftskritik und auch irgendwie gecheckt, dass es durchaus darum geht, wie dekadent sehr reiche Menschen mit ihrem Geld umgehen und sich selber an die Spitze der Nahrungskette stellen und auch die ein oder andere sehr gewissenlose Entscheidung treffen. Das möchte ich jetzt so verklausuliert mitteilen, damit ich nicht zu viele Details aus der Geschichte verrate, die eben an der Stelle dann sehr, sehr überraschend ist. Nur hat es für mich jetzt eben nicht so die Tiefe gehabt im Sinne von links und rechts schauen, sondern es ist sehr geradlinig, sehr in eine Richtung gedacht. Und das ist mir am Ende dann doch immer etwas zu wenig, einfach nur zu sagen, ja, reiche Leute sind Arschgeigen. Die Leute verstehen nur eins. Zeig, dass du der Dominante bist. Zeig mir, wie stark du bist. Ja, gibt es mit Sicherheit, aber das so zu verklausulieren und zu generalisieren, war mir an der Stelle dann doch etwas zu wenig. Und auch wenn die Bilder dann diese sehr absurde Welt versuchen darzustellen, inhaltlich bleibt es dann für mich dann doch eher sehr auf der Oberfläche. Und daher kann ich sagen, audiovisuell mega. Man sieht auch auf jeden Fall das riesige Potenzial vom Regisseur. Beim Drehbuch muss ich leider Abstriche machen. Das hat mich persönlich nicht überzeugt, aber vielleicht überzeugt es ja euch ein wenig mehr. Das ist nur ein kleines Spiel. Es kann Blut fließen. Es
ist wie eine neue Haut. Ja! Lächeln, bitte! Das war total ekelhaft. Dass du einfach da sitzt und zusehen konntest. Es ist Zeit, rauszufinden, was für eine Kreatur du wirklich bist. Dennoch gibt es von mir für das Gesamterlebnis, was mich auf jeden Fall unterhalten hat, das muss man ja auch erstmal schaffen, gibt es von mir auf jeden Fall sehenswerte 6 von 10 Punkten. Und ich bin total gespannt, was ihr zum Film zu sagen habt. Braucht ihr dann auch ein bisschen mehr oder reicht euch das? Und ich muss ja sagen, mir reicht es ja auch, aber dann ist es halt für mich nicht meisterlich, sondern einfach nur sehenswert. Also schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns bald wieder hier in der Filmlounge. Macht es gut, bis bald und ciao.